Hallo Freunde, wir werden jetzt zu zweit Rücken trainieren, damit ihr auch seht, wie wir zu zweit trainieren. Letztens haben wir unseren Freund André Pascal dabei gehabt, was auch für uns gut war. Er hat nochmal eine andere Philosophie uns gezeigt, wie er machen würde. Ich meine, er ist ja 57, glaube ich, und dafür, was er hier geschafft hat, war ja beachtlich. Ich bin froh, wenn ich in 10, 15 Jahren noch so trainieren kann wie er. Deswegen sollte man ihn auch nicht so hart rannehmen. Es war auch lustig, wie er sich immer dazu geäußert hat. Vor allem die Generationen von Sophia bis André sind ja fast 40 Jahre, noch mehr. Und es ist schon beachtlich, wenn ein 57-Jähriger 160 Kilo bei dem Kreuzheben 5, 6 Wiederholungen schafft. So, Sophia, wie gehen wir heute vor? Heute geben wir es uns richtig und zwar fangen wir gleich mal direkt an mit Kreuzheben. Ich habe letztes Mal 90 Kilo geschafft, wirst du versuchen, dass ich vielleicht sogar diesmal an die 100 rankomme. Das ist doch eine Ansage. Das ist eine Ansage, deswegen bleib gespannt. Okay, wir legen los, wir wärmen wieder gründlich auf. Wie immer, auch mit André haben wir aufgewärmt. Versucht uns aufzuwärmen, bis Ende des Trainings waren wir nicht aufgewärmt. Jetzt geht es ein bisschen schneller. Kann 60 Kilo so schwer sein? Ich mit irgendwo 15 aufwärmen machen dann. Ja, warm heißt warm machen. Machen wir leichter. Okay. Seien wir nicht faul, damit du heute auch dein 100 Kilo machst. Viele sagen ja, dass meine Variante rumänische Kreuzhebe-Variante ist. 15? 10. Leute, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Variante das ist. Ich mache halt das, was ich am besten spüre. Wahrscheinlich habt ihr mehr Ahnung da wie ich, weil ich mir keine Gedanken mache, welche Variante das ist, sondern ich versuche korrekt auszuführen. Guck mal, 20er drauf. Die Sätze los. Ich zähle ab 100 schon als Satz. Die Leute, die immer meckern, dass ich immer leichte Kreuzheben mache. Leute, ich habe mit 18 Jahren 180 Kilo Kreuzheben gemacht. Nicht so wie wir machen, sondern da habe ich mich noch auf Podest gestellt und richtig fast bis runter. Ja? Ich weiß, was ich tue. Zurzeit will ich nicht, kann ich nicht. Mein Beinbizeps ist ein bisschen verletzt. Zweitens spüre ich leichter, ein bisschen besser. Ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Ich will keine Entschuldigung, aber es ist so. Glaubt mir, ich trainiere nicht leicht. Ihr werdet spätestens nach Kreuzheben sehen, wie viel ich in die Hand nehme bei anderen Übungen. Und das ist nicht leicht trainieren. Ich weiß, wo ich stark bin und wo ich nicht auf Gewicht keinen Wert lege. Deswegen es zu gucken. Und dann kritisieren, am besten gar nicht kritisieren. Aber das lässt sich nicht vermeiden. Oh.
Hände gehen auf. Schaut mal die Fingerspitzen. Ganz weiß. Also nächste mit Streifen. So 84? Ja, hast du vorhin 80 gemacht oder 60? 60. Er schon macht seinen zweiten Arbeitssatz mit 120 Kilo. So viel? Ich muss dazu sagen, dass er sich seine Verletzung am Bein Bizeps hat und dann natürlich hier trotzdem mit Kopf trainiert und sicher. Wenn er nach unten geht, öffnet er komplett seinen Rücken und bringt ihn oben wieder zusammen. Schön. Vernünftig. Ich glaube, in ein, zwei Wochen kann ich dann auch riskieren, höher zu gehen. Ich wollte Signale vom Körper haben, was der Beinbizeps sagt. Ist okay. Die Leute, die sich noch nie verletzt haben, können sich nicht vorstellen, wie das sich dann anfühlt, wenn er auf einmal Bang macht und für 3-4 Monate lahmgelegt wird. Deswegen für junge Leute immer schön aufwärmen und das bewegen, was ihr bewegen könnt. Ob ich dann in einer Woche später meine 150 bewege oder eine Woche vorher, das bleibt ziemlich unwichtig. So, ich habe mir jetzt mal einen Gürtel geschnappt. Und zwar sicher Safety First für 100 Kilo. Wollen wir nichts riskieren? Genau, Ihr erste Mal, oder? 100? Ja, allererste Mal. Genau. Für ein Mädchen, die 60 Kilo, 60 Kilo Körpergewicht hat, 100 Kilo, 40, relativ ist schon sehr gut. Vor allem die Ausführung, wie sie macht, ist immer sehr korrekt. Weil sie mehr auflädt, fälscht sie die Übung nicht. So passt, gell? Ja. Beine entlang, Sophia. Geh immer Schienbein entlang. Sehr nah, sehr nah. Unsere zweite Übung. Einarmiges Kurzhantel rudern. Sind schon komplett in Eimer. Er hat schon atmet, schon wie verrückt. Richtig intensiv wieder heute. Wir machen jetzt Kurzhantel rudern gleichzeitig, also noch weniger Pause. Und Ercan ist schon bei 50 Kilo Kurzhantel angekommen. Ja, wie ihr gesehen habt, Sophia 100 Kilo Kreuzheben. Eine saubere Wiederholung mehr wollten wir nicht. Sie soll nicht herausfordern, weil wir eine Wettkampfvorbereitung haben. Mit Verletzungen und so weiter haben wir zurzeit nichts zu tun. Deswegen hat sie nur eine Wiederholung gemacht. Jetzt gehen wir unseren dritten Satz. Haben kontinuierlich gesteigert. Bin bei 50 Kilo. Kurzhantel rudern. Nach Kreuzheben gleich da. Und dann werden wir weitere Ruderübungen machen, weil wir den Rücken heute bombardieren wollen. Also das ist Intensität. Wir werden nicht, um mehr Luft zu holen, irgendeine Ziehübung machen, sondern die Ruderübungen. Heute machen wir die einfache Version, einfach hochziehen. Da kann man nicht so halten, deswegen sind die Schleifen gut, wichtig, dass man richtig aus dem Rücken macht. Hohlkreuz hier, stabiler Halt. Eins, richtig runterziehen lassen. Zwei, drei, vier, fünf. Das ist Rückentraining. Nach meinem Geschmack schnell, intensiv.
Was sagst du, Sophia? Auf jeden Fall. So spürt man am besten, dass er was getan hat. Genau. Drei Sätze, eins machen wir noch. BCAAs 811 während Training, sehr wichtig. Nicht nur Orangensaft oder Apfelsaft trinken. Manche trinken ja sogar Cola während Training. Wenn ihr ein Kraftwerk zu versorgen habt, dann müsst ihr auch gute Benzin tanken, Leute. Nicht irgendwelche Schrottgetränke. War's schwer, oder? Ich würde schon sagen. Oder wolltest du? Letzter Satz jetzt, oder? 2,20 wäre cool. Haben wir sowas? Ah. Dankeschön. Ich habe Sophia auch überredet, dass sie schwerer macht. Also bin ich nicht nur von leichten Trainings der Fan, ja, sondern ich mag auch schwer. Okay, Sophia, komm, hau mal rein jetzt. Bereit? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Komm. Okay. Krass. Es ist also keine Kunst, eine Übung sehr schwer zu machen und restlichen 4-5 Übungen zu spielen. Kunst ist, kontinuierlich bei einer Menge Gewicht zu bleiben. Das heißt, bis am Schluss, letzte Übung, so viel bewegen, wie ihr auch könnt. Oder auch wie ihr wollt. Nicht irgendwelche Übungen sehr stark machen und dann abfallen nach unten. Das wollen wir nicht. Letzte. Jo. Oh. Komm, schön, gute Sie. Hi. 10. Was noch wichtig ist, Freunde, immer aufräumen. Der Studiobesitzer ist nicht dafür da, dass ihr euren schweren Gewicht aufräumt. Weil ich weiß, wie scheiße das ist. Ich bin ja selber ein Studiobesitzer. Manchmal komme ich hoch und die 60er-Hanteln liegen da rum. Und wenn ich nicht aufgewärmt bin und die aufräumen muss, dann könnt ihr euch vorstellen, wie gefährlich das auch für mich sein kann, indem ich mit einer Hand hochhebe, mit kalten Muskeln, und ich mich dann verletze. Das ist verantwortungslos. Bitte räumt es auch auf, das war auch mein Hantel, den räume ich auch schön auf. So,
noch, wenn Umfeld sauber ist, kann man gut trainieren. Ja, auf oder? Jeden Fall. Sonst stolpert man oder stört man die anderen. Ja, räumt gefälligst auf. Yes. Was soll das? Was genau ist die Seite? Wie wär's mit dem? Theodore, ein Traum. Ja? Ja. Fang an. Kannst du. Keine Ahnung. 20:15. Sind 35. Probier mal eins. Ja. Da. Wenn du die brauchst, ich brauch sie nicht mehr. Ich liebe Zughilfen. Manchmal einfach meine Unterarme versagen und ich will trotzdem die letzte Kraft aus dem Muskel rausholen, die ich aufhören müssen, weil ich nicht mehr greifen kann. Mal schauen, ob das funktioniert. Super Übung, weil sie auch richtig runter geht und den Latissimus richtig dehnt. Und wenn sie hoch geht, presst sie die Trapezius und Latmuskeln zusammen. Also rein, raus. Jawohl. Super. Ich liebe die Übung, aber die Übung liebt mich nicht, weil die zu schwer ist. Auch hier ein stabiler Halt ist sehr wichtig, wie wenn ihr Langlauf, Ski laufen würdet, so. Und dann nur aus der Hüfte, zack, zack. Ich meine, Hüfte bleibt stehen. Aus dem Rücken. Locker aus der Hüfte. Komm, Mensch. Komm. Dreh auf jetzt. Oh, krass, wie der runterzieht. Jetzt gibt's Gas. Wir haben nicht so lange gewartet, dass wir nur spielen, Sophia.